Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin gebeten worden, mal wieder seit längerer Zeit ein Video zu machen zum Thema Gazprom-Aktie und warum ich sozusagen nach wie vor von der Gazprom-Aktie überzeugt bin. Wir sehen ja schon seit einigen Wochen, dass die Gazprom-Aktie ziemlich gut anzieht und das auch nicht unbedingt immer im Einklang mit anderen Ölaktien. Und ich finde das auch ganz besonders interessant. Denn die Gazprom-Aktie ist meiner Meinung nach, letztendlich gehört die Gazprom-Aktie dem russischen Staat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist damit die Gazprom-Aktie auch nicht nur die weltweite Nummer 1, also die größte gasfördernde Firma der Welt, sondern hat als solches eigentlich auch eine Vormachtstellung, was die Beziehung betrifft zu China, dem wichtigsten Rohstoffabnehmer, insbesondere auch bezüglich Gas und Öl in Asien. Und sind wir noch mal ganz ehrlich, wo liegt das größte Wachstumspotenzial? Es liegt natürlich in Asien. Und damit kommen wir auch schon gleich zum ersten Punkt, warum ich die Gazprom, und wir sehen heute mal wieder 1591 im Plus. Also geht es jetzt schon fast 3, 4 Wochen, immer mal wieder Tage dabei, wo ich einfach immer mehr wieder ein Tausender, immer wieder 1, 2, 3% am Tag im Plus bin. Also wir sind jetzt guten Euro gestiegen seit Anfang November sowas. Aber wir schauen uns jetzt mal konkret an. Und zwar hier im Chart. Interaktiver Chart. So, schwuppdiwupp, das kann man hier sehr, sehr schön machen. Ich bin hier nach wie vor bei DEGIRO unter anderem. Und die Sache ist nämlich die, wir sind hier aus einem sehr hohen Niveau schon gewesen. Ja? Wir rechnen jetzt mal kurz bisschen in der Zeitrechnung zurück, als wir noch nicht die Corona-Krise hatten und diesen Ölcrash. Das waren ja eben diese zwei Dinge in Kombination, die natürlich auch die Gazprom sehr stark beeinflusst hat. Und bei der Gazprom ist eben noch eine zusätzliche Geschichte dabei, eben dieses Politikum Nord Stream 2, ja, die sozusagen mehr oder weniger der Rest der Welt, der Westen legt denen halt Knüppel zwischen die Füße und so weiter. Das sind aber nur kurzfristige Dinge. Und das ist, glaube ich, der absolute, ja, wie soll ich sagen, der absolute, ist mir gerade heiß geworden, der absolute entscheidende Faktor, warum ich hier nach wie vor jeden Monat meine hart verdiente Kohle reinbuttere und ich, by the way, aktuell definitiv wieder im Plus bin. Obwohl ich hier auch gekauft hatte, als wir hier bei, ja, wenn wir mal ein bisschen weiter zurückgehen, hier bei 5 Euro habe ich gekauft, ja, bei 6, also ich habe ja immer jeden Monat gekauft und von daher, das Ganze jetzt schon seit 3, 4 Jahren und ich habe halt einfach hier die monatlichen Zahlungen wesentlich erhöht gehabt, als wir hier sozusagen die Nachricht hatten, dass die ihre Dividende verdoppeln. Und das ist natürlich dann nur ein paar Wochen gut gegangen bis zur Krise, ne? Und somit habe ich natürlich dann auch schon gelitten. Aber jetzt gehen wir nochmal rück auf den Jahreschart. Ja. Ich bin natürlich insgesamt im Plus und auch super zufrieden. Aber jetzt nochmal zurück zu diesen harten Fakten. Es gibt ja diese Mega-Pipeline, die auch also die fertiggestellt wurde nach China, die letztendlich 20 Milliarden, glaube ich, gekostet hat. Die genauen Zahlen weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ist auch völlig wurscht. Es geht um das Prinzip. Ich halte sowieso nicht so viel von soll ich sagen, ja, diese Prozente Primelei, ja, also hier ein Prozent und dort ein Prozent und all diese Dinge, Bilanzen und so weiter, ich halte das sowieso grundverkehrt.
Hier bei einer Aktie wie die Gazprom mit irgendwelchen Bilanzierungen, mit irgendwelchen Kennzahlen und so weiter, weil es hier letztendlich geht es hier um eine geopolitische Aktie. Ja? So muss man so zusammenfassen. Ja? Es geht darum, dass die Beziehungen zwischen Russland und China sich insgesamt über die Jahre und auch über die kommenden Jahre tendenziell dahingehend verschieben, dass von Russland der große Bruder und China der kleine Bruder hin zu China der große Bruder und Russland der kleine Bruder. Das heißt, wo vielleicht China früher über den Kalten Krieg und so weiter immer relativ abhängig war von Russland, wird jetzt langsam Russland abhängig von China. Das heißt, dass wenn China hier zum Beispiel jetzt eine riesige Pipeline gebaut hat, aber jetzt nochmal zwei neue Pipelines bereits sozusagen Bestellaufnahme gemacht hat, ja, also schon mal nochmal zwei weitere Pipelines, dann wird Russland alles daran setzen, diese zwei weiteren Pipelines, egal wie viel das erstmal an Cash kostet, auch zu bauen und zwar so schnell wie möglich. Das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, als wie alles, was sie an Pipeline bauen, was in Richtung Westen geht. Ja, oder auch, sagen wir mal, in Richtung Türkei. So gesehen, sagen wir mal, und wie gesagt, es ist ein langfristiges Investment, wird China und das, was an Gas darüber fließt, wahrscheinlich der Hauptanteil werden an dem, was die an Geld verdienen, sagen wir mal, innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre. Und alles, was jetzt halt an ja, kleineren Pipelines noch so zu uns rüberfließt, nach Deutschland, über Nord Stream und so weiter, diese Geschichten, wird sich meiner Meinung nach zusätzlich zu dem noch, dass eben in China Monsterprojekte weitere aufgesetzt werden, wird sich auflösen. Ja, früher oder später wird sich das auflösen. Also es gibt noch viele mehrere Faktoren, aber dieses Spiel, dieses geopolitische Spiel zwischen Russland irgendwo in der Mitte, na, größte Gasvorkommen weltweit und dann eben Asien, China als Doorway zu Gesamtasien, also als der größte Energieverbraucher und zukünftig wahrscheinlich noch viel, viel exponentiell stärkerer Energieverbrauch der Welt, bis hin zu alles, was an China dranhängt. Also die ganze Wirtschaft, sagen wir mal, die ganzen Submärkte, asiatischen Submärkte, ja, wie zum Beispiel Indien, was unheimlich im Wachstum sich befindet dort. Also das ist sozusagen der zweite große asiatische Riese, von dem ja kaum jemand spricht. Ja, also man sieht kaum irgendwo irgendwelche Aktienanalysten oder sonst irgendwas, die mal über Indien was sagen. Ja? Wer die Inder kennt, wer mit denen schon mal persönlich zu tun hatte, der weiß, die ticken anders natürlich, aber asiatisch in dem Sinne, dass die unheimlich eifrig und emsrig sind. Im positiven Sinne, mal positiv ausgedrückt. Negativ ausgedrückt würde ich sagen, sie sind relativ rücksichtslos. Ja? Also die wollen Geschäft machen, die wollen Wohlstand, die wollen ganz nach oben und um jeden Preis. Also die saugen Kapitalismus auf wie ein trockener Schwamm den Regen, ja, wenn er draußen liegt. Und da gibt es auch keine 30-Stunden-Wochen und so ein Kram, ja, wie bei uns in Deutschland. Dass wenn ich um 3:30 Uhr nachmittags jemanden versuche zu erreichen, dass der dann schon wieder zu Hause auf dem Weg nach zu Hause ist. Ja, gibt es dort nicht. Mentalität nicht. Egal ob bei den Jungen oder bei den Armen. Generell. Bei den Businessleuten sowieso nicht. Also das ist eine Händlerkultur, eine Geschäftsmachereikultur, sondergleichen und letztendlich das verlängerte Stück zu China und nach China, da gibt es eben hier die ganz großen Deals, wo eben Gas rübergeschaufelt wird ohne Ende. Also, hier will man bis ins Jahr 2000, schlag mich tot, 25,
wenn man hier die Gasförderung alles nochmal um 30% steigern. Und wenn wir jetzt nochmal kurz sozusagen den Buchwert dann nochmal betrachten und den KGV und all diese Zahlen, von denen ich jetzt insbesondere bei der Gazprom-Aktie gar nicht viel halte, ich grundsätzlich nicht so arg viel halte von diesen Dingen, dann ist sie eben noch weit unter Buchwert. Ich möchte mal ganz kurz noch zwei Dinge raushauen. Ich weiß, es gibt eine Menge Dinge, die ich jetzt nicht angesprochen habe, aber das Video würde sonst ewig dauern und ich müsste mir dann auch irgendwie mal, ich glaube, allein 4 Stunden müsste ich mich hinsetzen und mich für dieses Video vorbereiten. Und sorry, Leute, die Zeit habe ich einfach nicht. Kümmert euch einfach selber darum. Ja. Wenn wir jetzt hier nochmal anschauen uns, bevor es hier runterging im März bei dem Lockdown und der ganze Schmarrn, wo wir so auf 5 oder 6 Euro waren. Googelt mal, das ist so mein letzter Tipp noch, googelt mal die sogenannten Experten- und Analystenmeinungen von Firmen wie Goldman Sachs, JP Morgan, weiß der Kuckuck hat nicht gesehen, ja. Die super, super Top-Leute, die Millionen irgendwie verdienen mit ihrem Gelaber, ja, Analysten. Was die so zur Gazprom alles abgelassen haben. Da waren die schon beim Gazprom. Bei Gazprom waren die schon auf Kurspreise bis ins Jahr, sagen wir mal, 22. Also das ist ungefähr in einem Jahr oder so. Aktuell bei 12 Euro. Ich glaube, die höchste Schätzung war bei 18 Euro. Ja? Wenn wir jetzt sagen, okay, die sind sogar, sagen wir mal, die haben nur die Hälfte recht. Ja, dass wir einfach wieder zurückgehen auf 6 Euro. Ja, ist auch schon fein. Ja. Was de facto dieser Tatsache entspricht, dass der Kreml selbst, ja, der ja 51% hier hält, also Kreml ist gleich Putin, der Zar, ja, also wie er auch genannt wird, auch intern, dass der gefordert hat, dass man die Gewinner nochmal erhöht, dass man sozusagen 50% der Gewinne ausschüttet, mit anderen Worten, die Dividende nochmal verdoppelt wird, so wie es aber einfach schon. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück hier. Bisschen blöd mit dem Graph. So wie es hier schon mal angedingst wurde. Ne? Also, Ende 2018, Anfang 2019 wurde eben diese Dividendenverdopplung angekündigt und dann ist das Ding mal eben kurz raufgeschossen um, sagen wir so, 1 bis 2 Euro. Und wir können mal davon ausgehen, dass das dann letztendlich auch wieder passieren wird. Ne? Und das wird irgendwann, ja, sei es Ende nächsten Jahres, ist mir auch Schnurzpipi egal, ja, ehrlich gesagt, passieren. Also wie gesagt, aktuell, ich möchte das Ding so weit ansparen, dass ich halt irgendwann mal, sagen wir mal, so an die 2000 Euro Dividende im Monat damit verdiene, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch nochmal gucken. Okay, wie viel steht es im Verhältnis zum Rest des Portfolios? Muss ich da irgendwelches Balancing machen? Ist es zu krass oder was auch immer? Aber das ist eben noch in weiter Ferne. Also mein Ziel, ich habe durch meinen Sparplan, würde ich das wahrscheinlich erreichen, so gegen 2025. Ne? Also das ist auch noch ein bisschen hin. Aber nichtsdestotrotz, dann bin ich halt 50, ne, Jahre alt und habe halt einfach allein schon durch diese Aktie mehr Rente wie die meisten, die irgendwie halt keine Ahnung was. Ja, also ihr könnt es euch selber alles ausrechnen. Ich finde das einfach ein sehr, sehr interessantes Investment. Hochpolitisch, natürlich mit Schwankungen, aber genauso nach oben wie nach unten. Aber eine Aktie, die definitiv, und das ist natürlich auch wieder nur meine Meinung, niemals, 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 niemals auf Null gehen wird. Ja, und es gibt so ein schönes Sprichwort an der Börse, sagt niemals nie, ja, sonst passiert's. Aber darauf habe ich es jetzt einfach mal angelegt. Ne? Ich nehme das ja auf und ihr könnt euch das Video auch in 5 Jahren meinetwegen noch anschauen. Ich werde es auch nicht runternehmen oder irgendwie sonst was. Also ich werde es jetzt hochladen und ich bin da selber gespannt. Ich schaue es mir dann selber wahrscheinlich nochmal an in 5 Jahren, wie recht oder unrecht ich hatte mit meiner Meinung von heute. Ne? Aber ich bin da super zufrieden und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie wir jetzt den Tiefpunkt hatten, war ich glaube bei 3,30 Euro oder sowas.
Und da haben ja diverse Magazine irgendwie gesagt, naja, den Stopp bei 3,20. Ja, also wäre das Ding jetzt auf 3,20, wärst du ausgestoppt gewesen, ist Bullshit, ne? Also ich habe hier keinen Stopp, mit anderen Worten. Ja, denn das ist bei einer langfristigen Aktie, von der ich überzeugt bin, dass ich sie auch noch 10 Jahre halten werde, ist einfach ein Stopp völlig kontraproduktiv. Weil wenn es mal einen Crash gibt, fliege ich raus und das will ich ja nicht. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich, wie sie zum Beispiel bei 3,30 war oder so, nicht jetzt plötzlich meine Sparrate erhöht habe, sondern einfach kontinuierlich weiter. Weil das nämlich auch die Emotionen rausnimmt. Und du dann nie in diese hätte Fahrradkette Falle reinfällst. Ja, weil wenn du dann sozusagen variierst deine Sparpläne oder anpasst oder sowas, dann kannst du immer noch sagen, okay, ah, da hätte ich jetzt mehr machen müssen oder da hätte ich jetzt weniger machen müssen. Wenn aber deine Sparrate immer einigermaßen gleich lässt, dann kommen dir diese Zweifel gar nicht erst auf. Ja, und am besten ist natürlich, du machst es automatisiert, dann musst du dich da auch gar nicht mehr kümmern. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und tschüss.